herzlich willkommen zum dritten Livecast hier in War Thunder. Dieses Mal mit den Amerikanern. Mit denen stehe ich noch relativ am Anfang. Aber dann habe ich mal die P. Immerhin habe ich die P36C oder P36C Hawk. Und mit der kann ich ja vielleicht was ausrichten in Stalingrad im Winter. Vorherrschaft. Feindliche Flugzeuge und Bodenziele vernichten und die Flugplätze erobern und halten. Gut. So. Ja, was ist jetzt am schlauesten? Welche nehme ich zuerst? Mal kurz die Werte vergleichen. Ich nehme erstmal die. Die F2A1. Die reicht für den Anfang. Okay, keine Maschinenkanonen. Ich gebe zu, ich beschäftige mich jetzt nicht gründlich damit, wie die Flugzeuge ausgerüstet sind. Für mich ist es wichtig, dass sie eine ordentliche Maschinenkanone haben. Ich weiß gar nicht, die MGs finde ich jetzt ohnehin nicht so prickelnd. Ach, das gibt's ja auch, ne? Klappt ja jetzt gerade wahrscheinlich nicht mit dem, ne? Na doch, klappt. Dann kannst du nicht so gut sehen. Na doch. Es klappt. Schön. Man braucht's aber eigentlich nicht. Zumindest nicht in so einer Mission. Das ist wohl eher Gag. Mal gucken, B wird schon angeflogen, ne? C ist, ja, da ist man lebensmüde, wenn man das macht. Zumindest jetzt. Wir schaffen es schon wieder nicht, das zu erobern hier. Da versuche ich mir mein Glück. Ist ohnehin immer interessant. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, sondern ich habe es immer geschafft. Mal gucken, fliegt auch einer an. Viel zu schnell. Man muss viel weniger Geschwindigkeit haben und auch ein bisschen mehr Spielraum haben. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Ach, schade. Ja, dann spare ich mir das mal. Zumindest bin ich jetzt auf der richtigen Höhe. A20, der Jagdbomber. P36 ist MiG-3. Nee, die ist auch noch am Weg. Ach, die landet. Okay, die landet. Die landet, glaube ich, auch, oder? Schnappen wir uns die mal. Komm schon. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ach ja, klar. Wieder mal habe ich nur ein ganz kleines Stück vom Kuchen abbekommen. Wie so oft. HE-51, unser lieber Doppeldecker. Scheint aber nicht zu. Ach, das ist ja dasselbe Modell, was ich habe. Komm schon. Kritischer Treffer. Noch habe ich ihn nicht, aber dauert nicht mehr lange. Ja, was warte ich eigentlich? Da hast du recht. Na toll, ich warte darauf, bis ich keine MG mehr habe. Verdammt ich. Komm schon, ich muss nur die Höhe halten, dann kriege ich ihn. Und die Geschwindigkeit natürlich. 5, 4, bremst ab. Der schafft's nicht mehr, der Pettip stürzt ab. Das ist der Nachteil daran, wenn man sich der Geschwindigkeit des Gegners anpasst. Man geht früher oder später dann selber drauf. Oh, ich habe hier leider nur 4 Flugzeuge. Mal gucken, was nehme ich jetzt. Dann nehme ich die hier. Die Weiterentwicklung davon quasi. Ja. Ich glaube, ein bisschen fixer. An für sich, aber. Ist das ein Doppeldecker? Gucke ich mal, ob ich den erwischen kann. Nee. Ach, das ist einer mit Bordschütze, ne? Sieht nämlich so aus vom Cockpit her. Crash! Incoming. Das war also klar. Zu spät. Leider zu spät.
Mal wieder geht er nicht auf meine Rechnung. Schade. Den kriege ich auch noch. Also irgendwie sind ja einige ein bisschen zu übermotiviert, finde ich. Es gibt dann eher nur zu viele Eigenverluste als richtige Treffer. Vorsicht, hätte ich auf der fast gerammt. Oh. Mann. Fury am K2. Ein bisschen aufpassen hier. So. Fliegen wir genau in meine Richtung. Das feindliche Team. Oh, ich glaube, wir sind schon wieder am Verlieren. Ah, wir haben aber auch zwei Spieler mehr. Keine Entschuldigung, aber es ist so. Das ist immer recht schade an den Arcade-Matches. Die sind immer sehr schnell vorbei manchmal. Also im Gegensatz zum ersten muss ich sagen, sind sie jetzt in letzter Zeit die Livecasts immer sehr kurz. Also könnte ich fast noch eine Schlacht hinten dranhängen. Aber andererseits kann man nie voraussagen, wie das wird. Ich glaube, es liegt daran, weil alle zu sehr versuchen, sich auf die Kills zu fixieren. Keiner so wirklich Missionen beachtet, was ich aber auch nicht tue. Ich sage, es macht doch mehr Spaß, hier wirklich die Luftschlacht und nicht diese Gebiete einzunehmen. Das ist irgendwie langweilig. Ach, der wurde vom Flak erwischt, hä? Wie könnte man den Spieß noch umdrehen? Ich glaube, es geht nicht. Der ist fertig umgedreht. F2A. Wieder ein Amerikaner vor uns. Warum schießen wir unseren eigenen Mitflieger ab? Warum auch nicht? Fliegt genau in unsere Richtung. Soll ich nur dranhängen? Jetzt haben wir. Verfolgt eine Messerschmidt. Vorsicht! Nicht zu viel Höhe verlieren. Mein Bester. Toll. Abschusshilfe Serie. Mal 4. Toll. Eigentlich wollte ich richtig abschießen, nicht nur Abschusshilfe leisten. Aber das wird mal wieder vollkommen ignoriert. Wo habe ich ihn denn jetzt hier? Ich fliege so. So dicht über dem Boden. Ich habe gerade den Überblick verloren, wer hier wer. P36 A-Hawk. Also ich glaube, das ist nicht zu langsam. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurückgefahren. Ja, jetzt macht sowieso keinen Unterschied mehr. Fliegst du einmal umsichtig? Ich hätte mich viel mehr reinstürzen müssen. Platz 9. Gut, 2 kritische Treffer, 1 zerstörtes Flugzeug. Oh, was für eine deprimierende Musik. Neues Flugwerk. Jo, kaufe ich mir natürlich. Und dann natürlich mal hier ein paar anständige Kanonen. So, natürlich erforschen erstmal. Wurden erfolgreich. Super. gut. Jo, keine berauschende Statistik dieses Mal, aber wenn man so betrachtet, wie die anderen sich geschlagen haben, finde ich, dass sie sich nicht so viel besser um mich geschlagen haben. Gut, die haben viele Bodeneinheiten noch vernichtet. Dazu sind meine Flugzeuge nicht ganz geeignet. Ich vermisse irgendwie die Panzerwagen-Missionen, immer nur die blöden Panzer hier. Die mittelschweren und die ganz schweren. Panzerwagen und normale Flakgeschütze kann man nämlich so noch vernichten. Jo, aber das soll es erstmal dazu gewesen sein. Natürlich kaufen wir ein neues Flugwerk. Nein. Gut, jo. Schade. Ich hätte euch gern den hier noch gezeigt. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich dann doch den zuerst. Ja, aber wie gesagt, ich will ja erst so alle Nationen durchprobieren. Als nächstes wird er wahrscheinlich, ja, es wird kommen, Japan oder so. Bis dahin sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Tire Hitler.